Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, der Fourth Awakening Episode. Wir sind das letzte Mal, haben wir angefangen und sind hier in die Submatched Passage gerannt. Jetzt gehen wir kurz die andere Mission noch machen, in den Mud Flats oder Mud Flats. Schauen wir, wie er jetzt dann abgehen wird. Er macht richtig viel Spaß und wenn er wirklich nicht so viel Damage machen wird später, ich habe noch einen anderen Charakter in der Vorhand, ein Bild. Vielleicht mache ich dann den im Awakening in der Season. Dann mal schauen. Und sonst kann ich ihn auch nebenbei noch ein bisschen hochstufen. Aber ich denke, dieser Bild, der muss extrem stark sein, weil man ihn locker auch mit Magic Find Items spielen kann und so weiter. So, hier, wo sind wir? Fetid Pool. Müssen wir einen Totenbeschwörer töten. Sollte jetzt kein Problem darstellen. Oh, hier kommen Knochen, Roas. So, wir haben, glaube ich, die Items gar nicht. Ja, wir haben die Items gar nicht mehr ausgerüstet. Weil es uns zu leicht wurde. Dann in höheren Level macht es auch sehr viel mehr Spaß. Momentan ist es halt eher so ein nerviges Herunterschießen. Treffen kann ich irgendwie auch nicht gut. Weil der Burning Arrow so recht langsam noch ist. Hat er eine richtige Verzögerung beim Ziehen vom Bogen. Aber ich habe Gutes im Kopf, also dass der Bild recht schnell stark wird. So mit Level 20. So, ein Level Up, das ist sehr gut. Ja, wir kommen bald mal zu den offensiveren Nots. Das ist Melee Damage, da gehen wir nicht durch. Wir gehen, glaube ich, hier oben durch, weil hier ist Armor. Hier unten wäre Schild, das nützt uns nichts. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil wir nicht direkt mit Waffen angreifen. Wir gehen hier hoch dann. Hier ist nämlich Feuer. Das brauchen wir, Feuer Damage. Also. Oh, ich habe den Wecker gar nicht angestellt. Ich muss doch wissen, wann ich aufhören muss und wann nicht. So. Also Path of Exile ist momentan das Game, was mir am meisten Spaß macht. Neben Minecraft. Auf dem Server macht es auch eh Sinn, viel Spaß. Was mir ein bisschen auffällt, ist wahrscheinlich, sind die Leute, die mich schauen, nicht mehr so interessiert an Path of Exile. Das kann ich verstehen. Ich mache auch sehr viel Path of Exile und habe jetzt eine längere Pause gemacht. Aber die kommen sicher wieder bald oder kommen neue. Und dafür bin ich auch dankbar für jeden Aufruf. Bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich möchte hier nicht so jemanden zwingen oder so, sowieso, da ich kein Geld verdienen will auf YouTube. Werbung Geld ist für mich Blutgeld und da möchte ich nicht. Ich möchte den Leuten Spaß, dass sie Spaß haben und nicht irgendwie gezwungen werden, etwas zu posten oder zu liken oder so etwas. Und wenn ihr es als gut findet, dann dürft ihr natürlich liken oder Kommentare schreiben. Aber da sind ganz viele. Und noch ein Boss. So ein gelber. Wie sagen wir den? Rare Gegner.
Seltene Gegner. So, wir müssen alle Gegner töten. Okay. Ja, genau, haut ab. Noch vier Monster. Noch ein Monster, hier ist es. So. Ding habe ich noch nicht, Teleport. Gehen wir mal zurück. Da jetzt die stärkeren Gegner kommen, werde ich mal wieder ein paar Items ausrüsten. Aber sobald ich natürlich wieder zu stark werde, oder es langweilig wird, werde ich natürlich die Items wieder rausnehmen. Aber es ist so bei Path of Exile einfach, man braucht Items. Ohne richtige Items ist man leider nicht so stark. Wir könnten Tabu Rasa nehmen, aber das bringt überhaupt nichts gerade, weil wir auch keinen guten Angriff haben. So, den nehmen wir wieder. Und wo haben wir? Hier ist Quillrain, aber den könnte ich euch mal kurz zeigen. So, und haben wir noch einen Köcher mit Angriffsspeed? Nicht. Die Köche brauchen alle noch länger. Wo ist eigentlich der Gürtel? Das ist ein Level 30er Gürtel. Der Gürtel, wo ist der Gürtel? Tja. Wohin habe ich ihn getan? Da. Ja. So. Spectral Throw geht nicht. Ich möchte mal einen Angriff verbessern. Aber das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. So, dass wir keinen haben. Gut, dann gehen wir weiter. Raschen bitte wieder ein bisschen weiter, damit es uns einfach ein bisschen mehr Spaß macht. So, jetzt seht ihr, dass 50 Damage weniger richtig viel ausmacht. Aber wegen der Angriffsgeschwindigkeit ist das eigentlich nicht so ein Problem. Oh, ich habe gar keine... Wieso kann ich... Ah, ich habe die Items im Bogen. Also, ihr seht, das ist extremer Angriff. Angriffsgeschwindigkeit. Fire Speed. Richtig cool. So, ich möchte gerne wieder das. Kann man das irgendwie sehen, wie man das umstellen kann? Nein. Das möchte ich. Das möchte ich hier. Das möchte ich hier. Und hier Wahl. So. Also dann suchen wir die Höhle hier. Also die Nebenhöhle. Die Höhle in der Höhle. Wo bist du? Da. Okay, schnell gefunden. So. Hallo, Gegner. Gegners. Ich brauche Gegners. Ja, yeah, richtig zu erdrücken. Die Pfeile drücken so in ihre Panzer rein. So, die Höhle ist meistens linear. In einer Richtung. Das ist nämlich gut. Oh, ich habe hier gar kein Val Burning Arrow. So. Ich frage mich, ob ich Reduce Duration dann beim Explosion Arrow reinmachen soll. Weil das schon extrem cool ist. Wenn die Gegner sofort explodieren. So. Ein Ding brauchen wir noch nicht. Resistenz, da gehen wir gleich oben durch. Wir sind so extrem defensiv. Wir haben nur defensive Notes momentan. Darum ist der Charakter für Anfänger, also für Leute ohne Items, auch noch nicht so stark gut. Und ich bin plötzlich so blind gewesen.
nur Sterne gesehen. Haha, ich hab ihn festgenommen. So. Mission erledigt. Hier noch ein paar Fässer kaputt machen. Ist aber nichts weiteres hier. Dann zurück. So. Ich habe ja hier Split Arrow und Barage. Barage, also wenn ich Barage habe, dann geht es schon wieder ein bisschen schneller. Ich möchte kurz schauen, wo die Explosiv... Explo. Das ist Infernal Blow. Da sind die Explosiv Arrows. Haben wir irgendwo einen, der recht gut ist? Nein. Das ist Explosionsradius. Perfused Charge, das ist wahrscheinlich wie viel mal man einen Gegner trifft, damit er solche Ladungen bekommt. Okay, dann nehmen wir einfach so einen hier. Da war's. Level 19, okay. Ich nehme ihn schon mal raus. So. Nehme hier nochmals einen passiven Punkt vom Buch. So. Und eben oben durch. Hier 10 Minuten Maximum Life können wir dann auch noch nehmen, aber später. Wir müssen unbedingt hier hochkommen. Ja. Und am nächsten Part, bevor ich den nächsten Part starte, muss ich noch kurz schauen, wo unbedingt hin. Weil ich weiß es jetzt nicht, also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Da verlasse ich mich lieber auf ein Bild. So. Die Mordflats müssen wir nicht hin. Das ist falsch. Okay, hier drüben ist wahrscheinlich auch nichts. Nö. Okay, wir müssen jetzt nämlich so langsam dann zum ersten Boss hin. Es kommen natürlich noch viele Ebenen, aber jetzt müssen wir gerade nichts nebenbei machen, sondern einfach die Mission mit dem Boss machen. Mit dem Brutus, alter Bruder. Wieso ist eigentlich Brutus kein, Nein, Elrion, das mache ich jetzt auch nicht. Das sind nur so Kampfspiechen, kleine. Und die bringen niedrigen Level überhaupt gar nichts. Das, die machen wir dann in höheren Levels. So. Also, wieso der Brutus kein Metzger ist? Wenn ihr die Anspielung versteht. Wenn ihr die Anspielung nicht versteht, googelt mal nach Brutus von Path of Exile und der Metzger aus Diablo 1. Dann versteht ihr die Anspielung hoffentlich. So. Weil sie sind genau gleich. Also vor allem bei Diablo 3 ist der Metzger ungefähr gleich wie der Brutus. Und wer war früher? Egal, also. Ich habe ja nichts gegen. Das könnten wir vielleicht kurz... Das geht auch lange. Wir wollen ja durchrushen, wir wollen Spannenderes dann haben. Also die Dinge werden immer wie spannender. In hochleveligen müsst ihr zum Beispiel vielen Fallen ausweichen und so. In niedrigen gibt es gar keine Fallen. Und wir haben The Ledge gefunden. Der Strandweg. Also Strand ist eine Klippe. Klippe, Ledge ist wahrscheinlich Klippe oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt auf Deutsch. Bin ja nicht so der gute Englischsprecher.
Was ich gut finde an solchen Builds, man kann viel besser den Gegnern ausweichen. Vor allem jetzt mit Arrow-Ding. Arrow-Rain. Rain of Arrows, ja. Und später dann mit Explosiv-Arrows, das ja unsere Hauptattacke ist. Das ist eine... Na, wenn ihr immer konzentriert auf die Gegner seid, dann weicht ihr sowieso nie aus und habt danach vollen Schaden. Also spielt taktisch, aber in einem Action-Rollenspiel müsste man eigentlich nicht so taktisch spielen. So. Wir haben jetzt noch mehr Armor. Mal kurz schauen. Defensive. Die regt mich gerade auf. Kannibalen. Oh, hat ein paar Pfeile ins Gesicht bekommen. So, Armor 117. Naja, müsste eigentlich gut sein in diesem Level. Na, die mit dem Burning Arrow killen. Ist schneller, effizienter und so. Die einzelnen und die starken. Also ihr seht, ich bekomme null Schaden. Ich bin einfach zu defensiv. Aber leider nicht so offensiv. Aber es kommt ja alles noch. Ja, du mir auch. Oh, das war ein Crit. Ein Massenkrit. Oh, der Marauder kann kriten. Oh. Ah, ich freue mich so auf The Awakening. Das wird ein richtiger Hit. Ich hoffe es jedenfalls, also ich bin jetzt ein bisschen, ein kleines wenig enttäuscht. Weil, zu kommen noch nervigere Gegner, noch mehr Herausforderungen und so. Aber ich hoffe es einfach mal, dass ich es noch spielen kann, ohne vor Wut zu platzen oder so. Weil Path of Exile ist für mich ein bisschen zu, wie sagt man, naja, eine Mischung zwischen professionell und unprofessionell. Professionell in dem Sinn, dass man extrem viel halt machen muss. Und auch ausweichen und so, es viel zu starke Gegner manchmal gibt. Oder man ist zu stark und so. Und unprofessionell in dem Sinn, dass man eigentlich nichts anderes macht als farmen. Und da kann gar keine Profi-Zeugs braucht, oder wenn man. Wenn es einem zu schwer ist, muss man einfach nur kurz farmen und leveln und so und dann ist man wieder genug stark. Und das ist ein bisschen sehr langweilig. Aber Path of Exile ist das beste Action-Rollenspiel, also was will man mehr? Und das ist vor allem für mich, aber ich glaube auch für die Meta. Und ja, mir gefällt Path of Exile, macht richtig viel Spaß. Einfach das Loose-System sollten sie hier bearbeiten. Es ist richtig langweilig, in späten Levels an Items zu kommen. Wenn man sie wirklich braucht, hat man sie nicht. Das ist leider so. Ich habe jetzt zum Beispiel eben dieses Tabula Rasa, dieses weiße Kleid gefunden. Ich brauche es nie. Ich brauche es einfach nie. Und das ist sehr schade. Boah, wie viel kommen hier noch? Zum Beispiel diese Tote war früher so extrem stark und momentan ist er wirklich nichts mehr. Also er ist wirklich nicht mehr stark. Er kann eigentlich einem gar nichts mehr antun, wenn man ein paar Items hat. Kann er einem eigentlich nicht mehr antun und auf Merziless, da ist er überhaupt nicht stark. Ich dachte, ja mit dem muss man richtig viele Totes platzieren und so. Aber zwei Totems halten den ganzen Kampf aus, bis er tot ist. Und das ist nicht so das Richtige, oder? Oh, 3 Increased Movement Speed. Bisschen schneller sind wir auch. Gut.
Ja, dieser Bild wird sehr schnell in Bewegungsgeschwindigkeit sein. Im ersten Part habe ich ja gesagt, dass sie so komische Grafikfehler oder so haben. Das ist nur bei mir, also in der Aufnahme ist es nicht. Ja, ich halte es noch aus, also hier flackert alles ein bisschen, aber es ist halt schon ein bisschen blöd, dass Fraps bei mir dann Grafikfehler macht, nur weil es aufnimmt oder so irgendwas. Also da spielen die zwei, also das Programm und das Game nicht so gut mit. Ja, wir haben noch einige Zeit, können schön den Bart ein bisschen genießen. So. Und eben, ich mache auch gerne ein bisschen längere Videos, wenn ihr Lust habt. Aber eben, momentan wird halt bei mir noch nicht so viel geschaut. Es wird allgemein auf YouTube nicht die Videos ganz geschaut oder ja. Viel nur reingeschaltet und so. Kann ich verstehen, aber es ist halt schon ein bisschen, ja, YouTube verliert langsam an Ding, an Charme und so. Auch weil YouTube nicht mehr so gut ist. Also ich hätte gerne ein neues, ein besseres. Eine bessere Videoplattform, wo noch nicht 1000 Videos drauf sind, dass man es wie ich so extrem schwer hat, hochzukommen. Aber eben. Ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt nur 340 Abonnenten habe. Da haben andere viel mehr dagegen und nerven herum und machen dann nur noch Werbung und so weiter. Kann ich verstehen, aber ja, es nervt halt riesig auf YouTube. YouTube ist eigentlich nur noch eine Werbeplattform und nichts anderes. So Spaß machen die Videos schon lange irgendwie nicht mehr so. Wenn man jetzt ein Video anschaut, wie zum Beispiel ein Guide, ja, wie wird der Charakter gespielt, hier Path of Exile, die sind extrem langweilig und am Anfang steht nur, ja, liked bitte und abonniert mich bitte und ja und so weiter. Also das ist nicht so die Sache, die solche Videos sein sollen, oder? Sondern ich zeige euch, wie der Charakter geht und wie man ihn, ja, wie er sich spielt zum Beispiel. Vielleicht kann ich ja später mal etwas bewirken, dass die größeren YouTuber da nicht mehr so scheiße sind. Nein, scheiße sind sie jetzt auch nicht, aber es nervt halt riesig. Und was mir noch auffällt, die meisten YouTuber machen dann irgendwelche Special Effects rein und so, die überhaupt nicht einfach ins Video passen und das eher nervt. Und anfangen zu kindeln und so. Kann ich auch verstehen. Und ja, kann ich wirklich verstehen, aber es ist eben nicht die Sache. Es ist, die Leute schauen die Videos eher, dann weniger. Man hat dann einfach viele Abonnenten, aber ist nicht glücklich. Man ist überhaupt nicht glücklich. So. Ich will glücklich auf YouTube sein und glücklich mit euch, mit einer guten Community zusammen ja, Videos machen. So. Außerdem ist es langsam Pflicht geworden, mit anderen aufzunehmen. Ich bin lieber der Einzel, also der die Let's Plays alleine aufnimmt und so, nicht den Together macht und so. Aber natürlich mache ich mit. Also wenn ihr jetzt mal Lust habt mit mir hier ein Path of Exile Multiplayer Video, also wirklich mit mehreren aufnehmen oder so, auch nicht aufnehmen, also wenn ihr nicht aufnehmen wollt und trotzdem mit mir spielen wollt und dass ich dann das Video mache oder so, dann dürft ihr das natürlich auch sagen. Ah, schau mal den Necromancer da hinten, das ist nicht so gut, was der macht. So, haben wir den Waypoint. Den berechtige ich noch. Der ist wahrscheinlich hier unten 100%.
Die haben Lightning Arrow. Aber die machen nicht so viel Damage. Also Merciless machen sie viel mehr Damage. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, es kommt ein neuer Schwierigkeitsgrad. Und mehr Level. Weil Hunde sind einfach noch zu wenig. So, ich kille mal die Necromancer mit dem Burning Arrow. Und... so. Da ist es ja. Waypoint. Noch 7 Minuten. Wir killen noch Brutus in diesem Part. Hier brauche ich nichts. Mal kurz schauen. Life. Naja, hier habe ich auch Life, aber auch Regeneration. Nö. Und Armor, Energy Shade. Ist nicht viel höher. Was ich jetzt mache, ist irgendwo ja bei dem das einsetzen. Change kommt rein. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir Bretsch. Baracke. So, haben wir noch neue Items. Ja, jetzt könnten wir eigentlich den hier nehmen. Nee, der ist zu schwach. Aber den... Ja. Den nehmen wir. Burning Arrow kommt hier hoch. Da ist das Portal. So. Clarity. Gut. Hier ist ein Life Leech. Bisschen weniger Damage dafür, ein bisschen mehr Life Leech. Nein, brauchen wir nicht. Hier die Rüstung. Attack Speed. Die nehmen. So, haben wir noch eine bessere Rüstung. Eis brauchen wir eigentlich auch nicht. Nö. Ah, hier. Radius. Ja. Ah, das ist Damage dann weg. Wir werden hier umswitchen. So, hier, nein, hier rein. So. Für später dann. Und sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr. Ah, hier ist noch einer. Was ist besser? Cold Resistance. So. Gut. Was haben wir sonst noch? Hardred. Haben wir nicht das Feuer-Ding? Wie heißt das Feuer? Die Feuer-Aura, die Feuerschaden gibt. Das ist der Cry. Generosity. Ich weiß gar nicht, habe ich es? Angel, glaube ich. Anger. Hier nicht. Da ist einer. Anger, haben wir Level 1? Hier haben wir einen bestimmten Anger mit Quality. Nicht, dann nehme ich so einen hier rein. Da haben wir Feuer Damage. So. Und hier mache ich den Ding weg, den Wecker. So. Gehen wir angreifen. So. Baracke habe ich jetzt nicht, oder was? Ah, Clarity ist zu hoch. Ist das Clarity jetzt zu hoch? Ah, wir haben die Dinge ausgewechselt, genau. Okay, nein, das nicht da. Ist hier. Da. R. So. Baracker, gut. Dann mache ich Wahl hier und hier das Burning. Dafür hier noch die. So, also jetzt gehen wir zum
Also ich sehe, das ist extreme Schaumgussgeschwindigkeit. Ich mag den Skill. Aber leider alleine nicht so der gute. Alleine Baragge ist nicht so stark, aber wenn man bei kritischem Treffer diesen Ding einsetzt. Ich kann es gerade auf Englisch nicht sagen. Ja, einfach Trigger-Effekte nach Crit. Ich möchte hier das. Irgendwie ist ein bisschen laggy gerade. Gehe nicht so kaputt. Ja, ist relativ schwach ohne Trigger-Effekte. Aber dann ist er mega stark. So. Die Trigger-Effekte werden aber genervt, also sie sind bald nicht mehr so stark. Kann ich verstehen, weil sie schon extrem OP sind. Und auch Crit wird genervt. Weil Leute nur noch mit Crit herumlaufen und nicht mehr ohne Crit, das ist gar nicht gut. So. Oh, schöner Crit. Die haben so blöd viel Leben und elementare Resistenz. Ja, es sind relativ schwach noch. Aber ich denke, es wird bald stärker. Zeig dich mal, du Diabolist. Ich find's cool, wie man einfach fast unbesiegbar sind. Nur der Cold Damage ist noch ein bisschen stark an diesen. Da müssen wir uns natürlich auch schützen mit der Zeit. So, hier haben wir den Boss dann. Oh, ich habe jetzt zwei getrunken. Ist nicht so gut, wenn man zwei trinkt. Dann ist man doppelt besoffen. War die noch da oder war das das Pult? Das weiß ich gar nicht, aber es wäre ein guter Glitch. Da könnte man sie besuchen, müsste man sie nicht in Akt 3 dann besiegen. Oh, hallo? Ist ein bisschen festgenagelt worden? Der hat. Und ihn um. Ah nein, da. Jetzt ist er festgenommen. Das war erster Schuss. Ja, grüezi. Ist die kaputt? Ja, ist die kaputt? Au, das ist. Da hast du noch. Den hier. Und die anderen gehen auch kaputt. So. Nett, nett. Schöner Kampf gewesen. Gut. Haben wir hier irgendwo Schaden? Attack Speed. Wir gehen jetzt hoch. Und holen dann den Schaden für ihren Schaden. Ich kann schon verstehen, dass wir jetzt bald zu wenig Schaden machen, bis wir dann Explosions-Arrow haben. Feuer brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Okay. Schauen wir noch neuen Items. Schildschatten der Kreuzoten, Liebslebmoldens, Lightning Arrow. So, wollen wir Lightning Arrow? Ja. Nutzen wir Lightning Arrow. 70 Damage. Ich muss mal schauen, was stärker ist. Also, ich habe Lightning Arrow schon lieber. Gut. Andere Angriffe haben wir nicht. Punktur. Punktur könnten wir benutzen. So. Punktur ist dann noch stärker.
können wir mal dann auch aussuchen. Also bisschen mehr Fire Damage. Hm. Aber da gibt es ein besseres. Habe ich ein besseres? Da. Ich werde das Ding. Ich brauche jetzt nicht so viel Dexterity. Ja, ich brauche doch viel Dexterity. Ja. Wir müssen Skill, also Staten. Dexterity. So. Also. Ja, den will ich dann benutzen. Death's Harp. Das ist ein geiler Bogen. Also wirklich geil. So. Da wir jetzt Ding haben, verkaufen wir die. Haben noch mehr vom Scroll of Wisdom. Gut. Und dann bis zum nächsten Part. Ich rüste noch einen Ring aus, aber einen, der Magic Find gibt. Ah, der gibt viel Magic Find. So. Okay. Der Bogen Marauder. Ja, richtig funny Bild. Auch ohne Explosions-Arrow noch. Und Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute. Ja.